Yo Leute und herzlich willkommen auf dem Players Hub Channel. Ich bin euer Silphi und das hier wird eine kleine Runde Clown Fiesta. Weil wie ihr sehen könnt, gibt es nur Damage auf Damage auf Damage. Ich habe aus irgendeinem Grund Quinn eingeloggt. Ich hatte irgendwie Bock drauf. Ich glaube Season, wann war das? Season 4 ist Season 5, wo sie nach halbwegs Meta war, hat sie mir so viel Spaß gemacht. Aber das ist ein Zeitpunkt, wo jeder Spaß die Tanks gespielt hat. Das hier ist mein Setup. Ich glaube, es ist auch behindert. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt die ganze Scheiße mitgenommen habe. Wisst ihr, wenn ich mir so einen Bronze im Brennpunkt angucke, flame ich alle für ihre Runen und dann gucke ich irgendwie mich an. Ja, ich meine, was ich habe, es ist okay. Aber das war's auch. Es ist halt nur okay. Aus irgendeinem Grund habe ich Fleet Footwork mitgenommen. Ich weiß nicht mal warum. Ich hätte eigentlich Dingens gehen sollen, irgendwie Electrocute oder sowas. Dann halt wirklich den fetten Damage rauszuhauen, den fetten Burst Damage rauszuhauen. Der Rest ist dann hier dementsprechend eigentlich okay, aber ich hätte niemals halt reingehen dürfen. Und ich habe Ignites und Trinder hat Teleport und was weiß ich auch. Da müssen wir es eben einmal ein bisschen durchgucken. Die Top-Lane wird sehr von... Leute, ist ja kein Flash mehr. Er hat sich verklickt, oder? Die Top-Lane hier wird sehr hart von Jungle entschieden. Sehr hart. Soll ich das hier überhaupt face-checken? Ich werde Trinder campt hier gleich irgendein Gebüsch bereits. Ah, ich darf jetzt nicht mehr reingehen. Es ist mittlerweile schon viel zu spät. Ich denke auch darüber nach, meine E auf Level 1 mitzunehmen. In case, falls er mich bespricht. Ja, komm, ich nehme meine E Level 1 mit. Eigentlich nimmt man auch gerne Q mit gegen Milis. Aber sollte er auf mich drauf spinnen und versuchen, Lotto zu spielen, dann kann er das knicken. Weil ich dann halt dementsprechend sofort wegjumpe, dass er nicht mal den Ortec rausbekommt. Genau so, Leute. Genau so will ich den Start doch haben. Immer noch mal darauf achten, dass wir in Bewegung bleiben für unser Fleet Footwork. Ich muss aber aufpassen. Ich werde hier jetzt wahrscheinlich auch als erster gegankt. Blöde ist, der Fleet Footwork heilt so wenig, sowas von extremst wenig. Okay, jetzt warden wir hier eben einmal. Warte, ich warde den River. Schlauer gerade. Ja, da ist er. Wait, what? Oh, ich hätte sofort seinen ersten Jump canceln sollen, nicht Affe. Ich bleib mal hinten stehen, weil ich jetzt nicht weiß, ob er vielleicht wieder vorher zu kommen. Doch, warte, jetzt könnt ihr wieder herkommen. Oh, come on. Okay. Oh, ich könnte tot sein. Ah, tue ich nicht, durch. Ich muss aufpassen, ich darf ihn nicht einfach so wegkicken. Weil wenn ich das tue, dann er die Möglichkeit einfach auf mich drauf zu spinnen. Er ist tot, oder? Ah, sexy. Ne, warte, ich pushe in seine Richtung. Scheiße. Ne, das ist es nicht worth it. Scheiße. Oh, fuck! Die Wave hat noch niemals. Nein, ich muss weggehen. Ich muss recon. Weil wenn jetzt noch der Lee kommt, dann bin ich Giga-Rip. Okay, ich hole mir einmal früh meine Boots. Mobil zu sein ist in diesem Matchup zu wichtig. Deswegen zuerst die Boots kaufen. Weil gerade wenn ich Level 6 bin, will ich einfach auch nochmal roamen. Lol, drei Goldsäcke. Weil das mit der Wave regt mich so auf. Ich hätte es weniger schlimm machen können, wenn ich nicht geordert hätte. Ich glaube, ich habe aber auch ein bisschen Lack gehabt, dass er mich nicht gekredet hat. Guck mal, Leute, seht ihr jetzt, ich auch sofort seine Boots geholt.
Deswegen kriege ich auch noch mal ein bisschen AD raus, wenn ich Dingens hab. Weil ich Celerity halt geskillt hab. Es ist nicht viel, ich glaube nur, es ist nur 2 AD oder so. Aber hey Leute, das ist der Unterschied zwischen 2 AD haben, oder nicht? In Kombination mit der Mobility. Nicht angriffen. Nice. Cover. Cover. Okay, ich bin fein. Ah, Mist, den hätte ich noch durchbekommen. Okay, ich habe offensichtlich nicht so viel Schaden. Aber es ist fein eigentlich. So, jetzt aber auch nochmal anfangen rumzugehen. Nutzt über irgendwelche. Doch, er benutzt seine Potions gegen mich. Wo ist denn der Blonken? Mal gucken, ob ich da rechtzeitig nochmal mit nach unten hinkomme. Ich meine, ich bin ja schon ziemlich schnell als Quinn, ne? Ach, scheiß auf. Oh Leute, gibt doch noch was? Nice. Nice, nice, nice. Ich verliere oben wahrscheinlich auch nicht so viel. Ich gehe noch direkt Richtung das Blade. So, die kann ich gleich beide mal loswerden. Das so machen, so, so. Oh, das ist perfekt für mich. Oh, warte, wird die Wave noch? Okay, ich verliere ein paar Minions noch. Aber das war ein sehr schöner Roam. Das war echt ein sehr, sehr schöner Roam. Ich muss ja echt nur das Trinder-Matchup sehr vorsichtig spielen. Ich glaube, ich werde mir auch ein Ghostblade kaufen. Kaufe ich mir Ghostblade? Over Dustblade? Gute Frage gerade. Ah, ich bin RIP. Scheiße, ich hab zu früh geflasht. Ich hab viel zu früh geflasht. Verdammt. Ich verliere jetzt auch sehr viel Minions dafür. Top ist jetzt wahrscheinlich lost sogar. Wobei, ich glaube, das hätte sogar nicht mal was geändert. Bin ich mir nicht ganz sicher. Bin ich mir jetzt echt nicht ganz sicher. Top ist lost. Ah ja, stimmt. Ich bin jetzt direkt Vogel, ne? Wurde ja bei Kunden verändert. LOL! PogChamp! Good job, boys, good job. Take tower.
Oh, Boys. LeBlanc nur F. Okay, die Pflanze snack ich mir nochmal mit. Ah, nochmal eine Pink. Take Tower fast. Ich habe Angst, dass Lee hier ist. Bleib mal hier immer in Bewegung. Schade. Oh, das könnte mein Tower gewesen sein. Yep, das ist wahrscheinlich mein Tower. Holy shit. Okay, das fand ich nice. Wird der mich jetzt runterlaufen, wenn ich auf ihn drauf gehe? Ja, der Lee ist hier in meiner Nähe. Sicker Damage, Bro. Legit sicker Damage. Gehen wir nochmal in die Mitte. Okay, erst bei seinen Crux, erst bei seinen Crux. Sexy. Hat er Nino F. Lee hat legit kein F. Oh oh. Kann ich mal aufhören zu sterben? Oh, scheiße, hat Ghost angemacht. Ulti doch weg. Raus, 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 raus. Ich verstehe aber nicht, wie sie es schafft, da immer wieder gegen zu sterben. Wir dürfen ja eins nicht vergessen. Ich bin ja die ganze Zeit mit in der Midlane. Okay, ich hole mir doch das Blade. Der Damage davon ist einfach viel zu valuable für mich. Auch das Vision Clearen ist halt viel zu stark. Can you stop dying in peace? Ich habe gerade so viel Pressure in diesem Game, aber es kommt sich immer noch so nutzlos vor. Actually mag ich Fleet Footwork, das ist voll cool. Also, es kommt zwar nicht so ganz dem entgegen, was man mit einer Quinn machen möchte, aber das ist eigentlich actually ganz cool. Ich hab nicht so viel Mana, scheiße. Ab dem Moment, wo man mit Quinn Ulti auf Level 2 hat, macht das erst richtig Laune. Weil dort die Mana-Kosten der Ulti einfach hart nach unten gehen. Wow, das hätte ich flashen sollen. Okay, nice, nice, den Drachen haben wir bekommen. Ey, das ist total fein für mich. Rip-off!
Oh, sie ist tot. Oder? Scheiße, der Tier benutzt. Okay, ja, sie hat gehealt. Melly fällt wieder, komm, Melly. Ja, okay, komm, ich hätte es mir denken können, dass sie mich damit komplett one-shottet. Das hätte ich mir denken können. Ah, ich hätte flashen sollen. Ich meine, wir sind overall immer noch gut bei rausgekommen, ne? Das ist ganz nice. Jetzt hätte ich das flashen sollen. Boah, ich glaube, vielleicht sollte ich wieder ein bisschen mehr Quinn spielen. Eigentlich macht Quinn super viel Spaß. Ich mag irgendwie diese super nutzlosen Champions. Keine Ahnung warum, Leute. So, Lissandra macht mir eigentlich Laune. Quinn auch. Die habe ich aber schon gut gechunkt. Ich chill erstmal noch hier in der Mitte herum. Aber doch nicht. Boys? Wir haben ja keine Vision, ich könnte da reingehen. Lol. Keine fucking Idee, was da gerade passiert ist. Aber I love it. Okay, gehen wir mal Richtung Botlane. Weil so können wir einfach alle drei Lanes gleichzeitig pressuren, was halt super geil ist. Eigentlich sollte ich Crit Quinn gehen, wenn ich so darüber nach... Oh, warte mal, ich bin auf einer langen Lane. Wenn ich jetzt Pech habe, ist er drinne hier. YOLO ich das? Na komm, wir haben da noch gerade Pressure. Ich YOLO das. So, und jetzt bin ich weg. Das war nice. Weil jetzt musste der drin daherkommen, um mich halt aufzuhalten, mehr oder weniger. Ich gehe lieber nochmal ganz weg. Ich weiß auch nochmal schnell die Base. Das sollte ich hinbekommen. Der muss ja noch eine weitere Wave pushen. You miss me. Er ist der Jungler. Wait, wow, 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 wow! Na, ich bin angejumpt. Unlucky. Ich hab Minion angeklickt. Bin ich hier fein? Okay, wenn LeBlanc kommt, bin ich hier bestimmt nicht fein. Na na, I made it more interesting. Ich kann die an seinem Ding jetzt abfangen. Null. Ah, die E war einfach so scheiße getimt. Unlucky. Aber ist okay, Leute. Ist okay. Ich hab echt so viel Sideline Pressure. Genau das ist es auch irgendwie, was mir voll Fun an Quinn macht. Die können überall sein. Ich hab zwar ein bisschen scheiß Farm. Aber wenn man halt bedenkt, wie viel Pressure ich auf der Map erzeugt habe, total worth it. Auf und ich hole mir das Ghostblade. Und danach schnell. Oh lol, scheiße, Botlane. Ich glaube, ich bin auch der Einzige, der hier dieses Ding ins Spiel spielt, oder? Also es scheint mein Team nicht zu interessieren, was der Trainer da macht. Ich halte alleine gerade zwei Sidelanes, mehr oder weniger. Kommst du nicht weg, Compadre? Egal, ob mein Team da ist oder nicht, den hätte ich bekommen.
Ich darf halt nur nicht mein Ding jetzt benutzen, meine E, bevor er seinen Spin macht. Und dann gewinne ich eigentlich automatisch. Weil ich habe halt Movement Speed durch meine W. Ich habe Movement Speed durch meine Passive. Ne, das kommt ja auch mit der W zusammen, ne? Ja, ja. Fleet Footwork auch nochmal. Und im Normalfall auch das Ghostblade. Ich werde mir aber gleich auch nochmal PD holen. Ja, dann reduziert seinen Schaden halt auch nochmal relativ gut. Denkst du aber auch ein bisschen. Eigentlich echt über Rapid Fire. Ne, ich hole mir Rapid Fire, ist viel schlauer. Weil Rapid Fire synergiert mit Dingens. Mit meinem Fleet Footwork auch nochmal. Weil das heißt dann, ich kann über Fleet Footwork dann halt öfters meine Moves bekommen. Beziehungsweise auch nochmal einen kleinen Heal. Ne? Leute, ich habe bis jetzt 2400 Heilung dadurch bekommen. Okay, natürlich muss man sagen. Oh, warte, ein extra 100er Heal. Warte mal, wow, die AE Rage ist glaube ich gar nicht mal so bad, oder? Nice, Leute. Extra 25 Gold. Oh, Lien ist im Jungle. Pogchamp. Nein. Scheiße. Yo, guys, I can't hold two side lanes on my own. Okay, langsam wird das echt ein bisschen gefährlich. Ich hätte da nicht sterben müssen, das ist richtig. Aber overall halte ich gerade die ganze, alleine zwei side lanes. Das geht nicht, das geht echt nicht. Halt mir den auf. Kommt er den Inhib? Scheiß drauf, den kann er bekommen. Okay, ich darf jetzt nie wieder die Trinder-Lane verlassen. Kommt Leute, ich habe soweit einen guten Job gemacht. Das halten wir auch noch. Gleich beginnt bestimmt diese Drecksphase, wo der Trinder auch garstig versucht, die Scheiße zu backdoorn. Ich pushe den jetzt mal nicht zu weit aus. Trinder ist eigentlich gerade super strong. Ich darf nicht sterben gegen ihn, das ist das Wichtigste. Splittet er weiter? Ne, der kann nicht weiter splitten, das ist viel zu dangerous für ihn. I let Sidelands shove. Ne, Kata kann niemals alleine auf eine Sideline gehen, die würde instant sterben. Yo, go top, go top! Viel besser. Ich bereite hier die Lane vor. Schnell auf, mein Mana sieht mal ein bisschen scheiße aus. Oh, nice. Sexy Boys. Ich habe kein Mana für irgendwas. Aber es passt. Ich glaube nicht, dass wir ihn bekommen, though.
Oder? Okay, doch, bekommen wir. Ich habe keinen Nash recall, darauf muss ich eben einmal aufpassen. Der? Nee, niemals. Niemals. Okay, sag ich meine Rapid Fire. Mach ich die? Wollen wir es drauf ankommen lassen? Scheiße. Okay. Immerhin, das Trassana hat kein Heal mehr. Ich habe versucht, meine Dings besser zu timen. Meine E. Dass ich halt ihren Jump canceln kann, aber das war echt schlecht von mir. Wieso wird das Game so langsam gespielt? Wir sind super ahead. Oh geil, Level 3 Ulti, Leute. Jetzt hab ich null Mana-Probleme. Und ich bin Birdman. Lol, hat er kein Ulti mehr? Ich krieg das hier nochmal nebenbei mit ein. Ist auch nochmal ein bisschen Heilung mit Fleet Footwork. Ich bleib mal an der Seite stehen. Ist gechunkt. Der darf jetzt auch nochmal kurz einen Spawn chillen. Oh nice. Leute, das ist die Gefahr auf der Sidelane. Weil wenn ich den jetzt ihn würde, während er an seiner Ulti ist, wäre ich dann gecharmt? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon. Auf jeden Fall, Leute, Quinn ist immer noch scheiße. Funktioniert aber gegen Trinder. Und Leute, ich bin dann noch erstmal weg. Tschö, tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.